Hi, heute geht's um die Folge Clash Quest und zwar mal wieder die League of a Man Account. Ja, ich bin gerade 25. mit 32 Stages. Sogar vor mir haben einige noch nicht gespielt. Ich bin diese Season gar nicht mal so gut mit dabei, muss ich ehrlich sein. Also es könnte auf jeden Fall Abstieg werden, ich werde auf jeden Fall daran kämpfen, dass es der Abstieg nicht wird. Aber ja, schauen wir mal. Hier über mir hat sogar einer am ersten Tag nicht gespielt und jetzt schon mehr als ich, also... Ja, gibt da auf jeden Fall viel bessere noch. Schauen wir mal schnell seine Truppen an. Er hat auch so gut wie jedes Item auf 4 und natürlich alle auf 10. Okay. Ja, was wurde denn von den anderen heute so geschafft? Der hat 9, 8. Und dann schauen wir hier oben noch 12 und 10. Ja, okay, ist eigentlich recht viel sogar. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch rein. Okay. Man könnte sich den Barbaren Rush überlegen. Weil eine Mauer offen wäre. Die drei Minions hier. Hätte ich gerne auch nichts dagegen. Vielleicht kriege ich da eine gute Magier-Kombo. Jetzt wahrscheinlich erstmal auf die Minions gegangen. Ne, kommen wir schon mal auf den Magier noch hier. Ja, nicht ganz. Wir können Bombmeiner mal da spielen. Da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Reinigst zum Explodieren. Genau, schicken wir mal hier den Magier an die Mauer. Und dann könnten wir hier den Magier spielen, würde ich sagen, oder? Also die Luftabwehr schießen. Ja, der Dune Dragon geht eh auf den Minion. Ich glaube, die Minions sind eh verloren jetzt hier. Also komm, machen wir das mal. Wir können hier nochmal einen Lock mitnehmen, würde ich sagen. Es hat sogar noch ein Minion überlebt. Von meiner bietet hier an, würde ich sagen. Dann, ja doch, komm, spielen wir also den Japan hier. Okay, der hat jetzt noch 500 Leben. Ich würde ihn Minion waschen und dann wahrscheinlich auch hier den Japan spielen, genau. Dann haben wir die erste Stage auch schon geschafft. Und kriegen hier einen ziemlich miesen Refill. Ich bin für die drei Loks, glaube ich, besser als die vier Bombenmeiler. Ja, dann machen wir hier den Magier und haben noch die Packer-Kombo. Der Skeleton Guard geht nicht in den Boden. Ne, da heißt Skeleton, ne? War schon wieder bei Cash Mini. Obwohl ich das ehrlich gesagt eigentlich fast gar nicht mehr spiele. Naja. Wir setzen mal hier Luftabwehr und spielen dann die Barbaren. Dann stecken mich mein Minion, da die Charge-Bücher mitgenommen. Und jetzt ist die Frage, was spielen wir am liebsten? 500 Leben noch. Ja, wir können jetzt schon den Minion spielen. Und der Barbar hier reicht. Ja, passt. Auf was gehe ich am liebsten, ist die Frage. Ich glaube, weil ich jetzt eigentlich vorhabe, ein paar Bombenmeiner zu benutzen, würde ich eher auf die Barbaren gehen sogar. Genau, wir können nämlich die hier vorne waschen und dann nochmal die hier hinterher spielen. Das macht auf jeden Fall gut Schaden. Ja, das was wir machen können. Da wählen wir sogar die vier Magier lieber, glaube ich. Machen wir wahrscheinlich noch etwas mehr. Als was auch immer das andere schon wieder war, weiß ich nicht mehr. Packer war's. 1700 Leben. Spielen wir mal den Packer hier. Und da war das mit Flächendamage eigentlich nicht schlecht generell. Kriegen wir aber nicht. Also, ich wollte
Also kann das Skeleton sich bewegen? Ich weiß es gar nicht. Ich spiele einfach die Minions hier. Nochmal den Magier mitgenommen. Und dann würde ich eigentlich den Pekka spielen, wenn ich. Ja. So, hier kriegen wir dann 10 Minions dazu. Fange ich hier mit dem Bomb meiner Rush an. Ja, das ist natürlich schon nicht ideal. Ich würde hier trotzdem mal in der Bahn spielen. Ja, wenn die Bombe da jetzt explodiert, ist nicht. Ja, nicht so gute Arbeit. Ich logge mal hier rechts, genau. Der soll ein bisschen nach hinten gehen. Und dann sollte ich also spielen können. Ich nehme hier nochmal Charge mit, würde ich sagen. Ja, wir dürfen jetzt diesen Lock. Dann. Ist halt die Frage, wenn ich ein Barbar spiele, dann. Ein Minion mehr noch auf den Dune Rank geht. Ich würde es mal spielen, glaube ich. Ja, ist auch, glaube ich, der Fall. Oder ist der Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Was will ich in Charge verwenden? Ich glaube, zwei einzelne Barbaren reichen nicht. 324. Ne, reichen nicht. Man könnte natürlich auch den Minion spielen. Ja, komm, machen wir das einfach mal. Und hier kommen wir wieder in die Stage, die absolut keine Magier-Stage ist. Und wo ein Skeleton her ist. Die nächste wäre Magier-Stage. Und ich glaube, wir müssen hier unsere Magier verwenden. 2700. Das ist natürlich nicht so schön hier. Ja, ich kann ja nicht den anderen irgendwie triggern, das macht auch keinen Sinn. Ich könnte hier mal diese Sachen. Vielleicht verbessert das die Situation so ein bisschen. Hier waren noch ein Set sogar. Ja, und dann können die Magier so spielen, denke ich. An der Stelle. Wenn ich dann sogar für die Saps, dann können wir vielleicht die Dune Rings noch ein bisschen aufhalten, gegebenenfalls. Ja, ganz ideal ist das jetzt nicht hier, weil der Crit auf den Skeleton geht. Und deswegen würde ich sagen, soll ich eine Sap auf den spielen oder bin der Sap alleine mehr? Ich würde mal hier einen Set aufspielen, dann greift er nicht an. Das heißt, mit der Bahn. Und dann sollte das doch nicht so irgendwie machbar sein. Das ist auch ein 2700er gewesen. Da sollten wir allerdings hier irgendwie wegbekommen. 254. Ja, machen wir das jetzt so. Genau, da haben wir 5 Stages. Bisher noch nicht so gut. Allerdings kann es ja noch einiges mehr werden. Die Packers werden als 6 Gebäude. Beziehungsweise nicht mehr garantiert. Es gibt ja diese 2700 Dream Rings. Die Minions. Nenne ich auch etwas weniger. 1700er. Sind alles keine 2000er zumindest. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich spiele jetzt zuerst hier den Bombminer. Okay. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich hier den Set spiele, ja, das mache ich auch, dann sollte Benjamin reichen.
ich riskier's mal in die Minions. Und es war diesmal kein Fehler. Das ist natürlich ganz gut, dann. Ja, dann würde ich wieder auf die Minions gehen. Okay. Ich glaube, ich kann hier rechts loggen. Dann werde ich die Packer spielen, aber die tun auf die Hütte auch ganz schön weh. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann ich dann einfach noch die Minions spielen oder so. Ich nehme hier mal noch Waschbücher mit. Und das wäre jetzt eigentlich ganz gemütlich sein, wenn ich nicht mehr glaube. Dann kann ich sogar ohne die Waschbücher. Genau, das passt ja so. 5 Mal an der Stelle nochmal mitgenommen. Das schmeckt natürlich auch. Okay. Das ist jetzt auch schwierig, meiner Meinung nach. Wenn wir noch 3 Packer dazu haben, dann haben wir 7 Packer auf dem Feld. Entspricht so ungefähr 10 Hits. 2, 4, 6, 8, 9. Ja. Also es würde reichen, oder wäre vielleicht sogar ein leichter Overkill, wenn wir es chargen. Ich schaue einfach mal. Ja, der eine ginge noch an die Wand. Allerdings machen wir das einfach mal so, und dann kriegen wir das hin. Wir haben ja 2 Loks mitgenommen. Und dann bitte hier eine Magier-Refill. Sehr schön. Ach so, ja. Natürlich auch ein Problem jetzt, dass die Skeletons unten sind. Ne, das Ding ist so. Da ist jetzt da kein Magier und dann wir da irgendwie. Ich glaube, mit Mifu in den Loks sollte das ganz gut noch möglich sein. Ja, das kriegen wir auch ohne die Loks hin. Beziehungsweise nee, ohne den Mifu kriegen wir auf keinen Fall hin. Wir müssen die Packer nehmen. Und haben damit hier 9 Stages. Hier gehe ich dann definitiv aus den Minions. Wenn ich die Bombe nehmen würde, würden die nicht ausgelöst werden. Dann können wir einmal hier loggen. Und ja, das wäre es dann nämlich auch schon. Ich könnte nochmal hier loggen. Hat glaube ich sogar nochmal ein Gebäude mehr gebracht. Aber mehr als ein Gebäude wird es ja nicht. 9 Stages, 4 Defenses. Hab ich gerade gesagt, mehr als 9 Gebäude wird es nicht. Mehr als 9 Stages natürlich. Ja, bin ich heute auch nicht so gut dabei, glaube ich. 16. Platz. Ja, vielleicht benutze ich dann sogar noch einen Token. Hier wurden auch nochmal 9 geschafft. 8 habe ich ja vorhin auch schon gesehen. Na ja, egal, wie gesagt, es kann passieren, dass ich noch einen Token verwende. Ach, und übrigens, ich bin jetzt hier von den Truppenleveln her komplett next. Ich habe meinen Plätze jetzt auch schon auf 10 gebracht. Allerdings habe ich von den Items her einige noch auf Level 3. Ich glaube, Level 2 keins mehr. Also Archer habe ich auf 3, Baron auf 4, Wizard auf 4, Prince auf 4, Giant auf 4, Goblin auf 3, Packer auf 4, Bomber ist auch das Item hier, das ist auf 3. Beim Baby Dragon habe ich es auf 3, beim Minion habe ich es neulich auf 4 gezogen, da habe ich mich auch ganz schön gefreut. Bombenmeiner habe ich alle Items auf 3. Genau, also da fehlt noch ein wenig was, aber ja. Passt doch soweit, würde ich sagen. Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao.